Da will jemand aus seinem Laden raus. Hui. Eigentlich wollte ich den machen. Energy Drink. Ich will nicht ausschließen, dass ich später noch ein paar Lebensmittel zu herstelle, aber nur verflucht, nur damit ich sie habe. Ey. Ey. Ui, Mist. Ja, ich gehe jetzt mal zurück. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich brauche auch einen neuen Schläger. Klar, ich könnte sie alle im Nahkampf bezwingen. Ich will aber nicht. Was hat die Zeit? Oh, das ist auch schon wieder recht spät geworden. Man unterschätzt das, wie lange man braucht, um sich durch die Stadt durchzuprügeln. Kann ich mir schon vorstellen, dass es lange dauert. Aber es kann aber nicht sein, dass ich dich übersehen habe. Ich habe so viel Krach gemacht. Die kommen wirklich teilweise wieder einfach. Machen wir dann wieder zwei Knüppel, weil einen werde ich jetzt auf dem Weg auf jeden Fall verlieren. Ich habe gern einen als Reserve. Man weiß ja nie. Erinnert euch dran, als ich im Project Zombie wirklich plötzlich mal keine Waffe mehr hatte. Weil die kaputt gegangen war. Und ich dann mitten in dem Gebäude war und wirklich umzingelt war. Und ich mir dann einfach ein Brett genommen habe. War nicht so gut, aber es hat funktioniert. Das nehme ich mal. Ich habe so viel Heilkram. Das Problem ist ja auch immer, ich komme ja wirklich jedes Mal mit mehr zurück, als ich hingehe. Ich bräuchte eigentlich ich werde später einen eigenen Schrank bauen, nur mit Heilkram, glaube ich. Am besten mache ich das jetzt schon gleich mit. Da hat Medizinschränkchen. Oder ich mache ein Munitionsschränkchen erstmal. Das ist vielleicht wichtiger. Genug Holz habe ich uns auf jeden Fall. Ach ja. Wie komme ich hier rein? Da wundert es mich jetzt auch nicht, dass ich überladen bin. Wenn ich das sehe. Zwei Benzinkanister schon wieder. Noch mal einen großen Schrank. Wo war er denn? Er muss halt mit solchen Sachen hier anfangen. So, das wird jetzt mein Waffenschrank.
Von mir aus. Das wird mein Medizinschrank. Wasser. Das ist alles Essen. Passt soweit. Ach Gott. Ich brauche einen größeren Schrank für Essen. Okay, auf 9 Kilo runter. Vielleicht esse ich doch noch kurz was. Ein paar Chips. Und dann gehen wir ins Bett. Bisschen Metall habe ich noch. Könnte ich die Werkbank tatsächlich bauen? Probieren wir die anderen Schuhe, vielleicht haben die irgendeinen besseren Vorteil. Ach komm, da war auch ein. Ja! Ach verdammt, jetzt habe ich. Kann ich es abbrechen? Nee. Jetzt habe ich das Plastik verbraucht dadurch. Ach egal. So, erstmal. Diese Schuhe. Wollte nur mal haben. Nicht wirklich einsetzen. Ach Mist, ich brauche ja noch zwei neue Knüppel. Die sollte ich jetzt bauen. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch mal ein bisschen schneller, was ich echt gut finde. Ach, Freeman, was machst du denn? Passt.
müsste noch das Material wieder wegschmeißen. Sonst glaube ich überladen schon los und das wäre echt dumm. Dahin kann ich jetzt auch so laufen. Auf dem Rückweg werde ich den Energy Drink kippen. Ich brauche halt echt schon wieder ein neues Ding. Allein für Essen. Und ich brauche eigentlich ein großes Ding für... Ja, ihr wisst schon. Für medizinische Vorräte. Oh, meine Katze ist ganz müde. Vielleicht mache ich dann einfach auch links daneben noch eins für Essen und die medizinischen Vorräte teile ich einfach auf. Die schläft im Sitzen. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit rumjammert und die anderen einfach nicht schlafen lässt. Dann ist man müde. Wenn ich mich mal auf Schleichen einlassen würde, dann wäre es vielleicht auch effizienter, aber andererseits, warum sollte ich? Sollten erstmal ein bisschen frühstücken. Ich schon. Da ist sie nicht. Notfallschmerzmittel. Der ist hier nicht zu holen. Einfach noch ein kleiner Laden. Wie auch immer wir heißen. Naja, klar. Polizeiautos macht doch schon Sinn, dass man da Munition finden kann. Aber in so einer Welt kannst du rein theoretisch über Munition finden, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall hier rein, denn da ist die bessere Schrotflinte drin. Aber erstmal hier alle in der Umgebung fertig machen. Na, fast 8 Uhr, erstmal Zeit für Frühstück. Vielleicht soll ich mal die Arbeitsschuhe wegschmeißen. Brauche ich nicht. Oh. Ich übersehen. Wäre jetzt aber auch nicht so wild. Es ist halt wirklich nichts, was hier. Es gibt sehr wenig Sachen, die im Spiel wirklich essentiell sind. Rein theoretisch könnte ich auch wirklich durchrennen. Du kannst auch alles mit einem Knüppel lösen. Du machst es dir aber natürlich schwerer, wenn du erstens nicht levelst und zweitens nicht die ganzen Waffen findest. Ja.
Ja, Plastik. Klingt sehr nah. Hier gerate ich nicht so schnell in Panik wie im Project Zombie Eat, wenn ich was ganz nah höre. Ja, das hier ist eine gute Verteidigung. Hier drin war doch meistens einer, oder? Könnte mir schon vorstellen, dass so eine ausgerüstete Polizeitruppe echt viele von den Plöpp machen könnte. Von den langsam zumindest. Hier mit ihren Schilden und ihren Helmen. Aber dann ist halt immer noch das Problem, dass viele wahrscheinlich nicht immun waren. Immer noch vier. Vier an Schaden. Spielt man in so einer Welt noch Computerspiele mit Zombies? Oder denkt man sich dann, oh, total unrealistisch? Das ist neu. Noch ein Schlag übrig, also von daher. Ja. Aber immer noch besser als auf der Straße. Ah, so ist jetzt gelöst. Ich habe schon vermutet, dass hier irgendwo ein Durchgang sein muss jetzt. Ja, der auf jeden Fall. Hier war doch ursprünglich eine Küche drin, normale. Hat anscheinend total umdesignt. Gefällt mir, sieht mehr aus wie ein Arbeitsbüro. Hier war die Küche. Noch nicht in Panik geraten. Oh. Aber hat trotzdem nichts drin. Oh, oh. Ui, ui, ui. Das ist natürlich, wenn du irgendwo feststeckst, hast du ein Problem unter Umständen. Und hier ist auch wieder ein Durchbruch. Ah, die Tür ist zu. Verstehe.
Da war die Schrot. Gute. Mit 8 Schuss. Und hier ist jetzt die Küche. Ey! Ey, Apple! Ist keine richtige Küche mehr. Und hier ist ein Vorratsraum. Gut. Ja, sieht mehr aus wie eine Polizeistation. Ja, echt schönes Design von der Polizeistation. Oh, ist Dachpappe. Hey. Ah, das ist auch neu. Aber, glaube ich, nicht zielführend. Vielleicht hat er irgendwann vorher noch eine Story einzubauen, dass man hier noch was machen muss, vielleicht versuchen muss, den Sendemast wieder zum Laufen zu bringen. Oder ist einfach nur so, es könnte auch sein. Ich meine, das Spiel hat ja im Grunde eine Story. Wir suchen unsere Frau. Ja, das ist zu. Und da ist eine Abkürzung, obwohl die auch zu sein könnte, weiß ich nicht. Ich will immer mit Leertaste springen. Ah, fast nichts verschenkt. Platz. Ah, ich bin fast voll wieder. Und hier ist der nächste Laden. Ja, meint man, der Zebrastreifen ist ja oben drauf. Das ist ein kleiner Fehler. Stell hier ein paar Leute mit Pistolen hin. Also hinter diesen Zaun. So ein kleiner Abstand. Und du kannst, wenn sie genug Munition haben, unglaublich viel von der wegholzen. Ich finde halt so viel Essen. Und so viel anderen Kram. Ich muss dann eh gleich ausmachen, sehe ich gerade. Die 1,5 Stunden sind voll. Oh, ich habe versprochen, mich um die Wäsche zu kümmern. Außerdem muss ich noch draußen Holz machen. Vielleicht gehe ich vorher einkaufen und hol Brötchen. Aber erst muss ich dann die Wäsche machen. Gehen wir noch in die Stadt zurück, dann muss ich das nämlich beim nächsten Mal nicht machen. Und vielleicht baue ich noch vorher einen weiteren Schrank. Einfach nur fürs Essen. So, wie steht's denn? Oh ja. Da haben wir einiges gefunden. Brauche ich die? Ich nehme sie mal, ich tausche sie mal aus. Weil irgendwas sagt mir, dass ich es brauchen werde. Ach du Scheiße. Das ist echt nicht mehr lustig.
36 Kilo Stoff. Da ist noch Flintmunition, die wird da nicht rein. Ich habe nicht genug Holz. Nein! Warte mal, hier war doch noch die Munition drin. Ne, da nicht. Das muss halt so. Das Wasser muss noch wieder raus. Oh, 10 Kilo Wasser. Packen wir mal kurz hier mit rein. Die Flintmunition muss noch raus. Auch interessante Technik. So kann man es auch machen. Weglaufen und gleichzeitig heilen. Das ist 12. Nachdem man dieses hat, hat man immer eine kurze Zeit, in der man nicht mehr rennen darf. Normalerweise, wenn du 40 Ausdauer. Ich dachte, das hängt von der Ausdauer ab. Aber es hängt tatsächlich von der Zeit ab. Habe ich gerade festgestellt. Weil auch wenn die Ausdauer schneller wiederkommt, kannst du dann trotzdem kurz nicht rennen. Ich will den nachher Laden noch zu Ende plündern, damit ich das ja beim nächsten Mal noch weiß. Nicht gedacht, ich brauche jetzt auch wieder Holz. Aber ich gedacht, okay, jetzt habe ich das Holz soweit fertig, jetzt brauche ich erstmal mehr anderes, jetzt habe ich Metall dazu gekriegt, jetzt brauche ich mehr Holz, damit ich mir den nächsten Schrank bauen kann. Hier oben was. Habt ihr Holz für mich? Okay, fast. Ich würde das Klopapier auf jeden Fall mitnehmen. Sofern es nicht zu versüfft ist. Klopapier ist ein Luxusgut, was man nicht unbedingt braucht, aber was halt sehr angenehm ist, wenn man es hat. Okay, das Haus noch. Oh, das ist ein Laden. Ein kleinerer Laden. Ob der sich gegen die anderen durchgesetzt hat, glaube ich fast nicht. Laden neben einem Laden, der das Laden neben einem größeren Laden, der das gleiche anbietet.
geht meistens schief. Weil der andere Laden halt einfach mehr Rabatt geben kann, für gewöhnlich. Und meistens orientieren sich die Leute tatsächlich am Preis. Ist wirklich so, auch wenn sie sagen, oh, ich achte auf Nachhaltigkeit. Ah, aber die Bio-Eier, die sind so teuer, die kaufe ich nicht. Wenn sie aber immer gefragt werden, wenn eine Kamera dabei ist, dann sagen sie natürlich, ich bezahle mehr dafür. Machen sie aber meistens nicht. Die wenigsten machen das. Bei vielen Sachen bezahle ich auch nicht mehr, weil ich nicht einsehe. Wie viel haben wir jetzt schon wieder drin? Ja, da habe ich halt schon wieder. Ordentlich viel gesammelt. Ah, da kommen wir mittlerweile auch durch. Die Stadt ist halt auch gigantisch groß. Okay, noch ein, zwei Zombies. Ich höre auch ungern bei dem Spiel auf, wie man merkt. Nee, die Leertaste will nicht. Die Tastatur ist neu, an der kann es jetzt echt nicht liegen. Die ist noch keine 2 Monate alt. Yeah. Haben sie die Türen hier eingeschlagen? Scheint so. Nächste Level. Oder ist es jetzt begrenzt auf 720? Weiß ich gerade nicht. Müsste ich mal auf lange Sicht beobachten. Das ist halt echt übel. Ich habe jetzt schon wieder so viel Wasser, so viel Essen. So viel Erste Hilfe. Tja, das war Let's Play Zompiercer für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.